Servus Leute und seid herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, meine lieben Freunde, heute gibt's mal was anderes und zwar ein Pack-Experiment. Wir öffnen 25 Liga A3-Spielersets und wir schauen dann einfach mal, wie viele Tots man draus zieht. Vielleicht ziehen wir gar keinen, vielleicht ziehen wir ein paar, vielleicht aber auch einfach mal einen Mbappé oder so. Das ist auf jeden Fall dem Zufall überlassen, beziehungsweise EA Sports. Und wenn ihr das nochmal sehen wollt, zum Beispiel zum Best of Team of the Season, lasst auf jeden Fall ein Like da, damit ich es sehe. Und dann würde ich sagen, schaut euch das ja an. Wir haben hier 25 Sets. Und ja, ich habe jetzt hier ein bisschen länger gebraucht. Ich glaube, ich sitze jetzt hier schon eine Stunde da. Und ich habe insgesamt 100.000 dafür ausgegeben. Also ist auf jeden Fall schon eine Menge. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt gleich ins erste Pack rein. Mit einem Nosepack. Vielleicht direkt, ja, mal ein Tots, ne? Auf geht's, Bursch, die leider kein Walkout. So, das hier war unser erstes Pack. Schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, ob ich euch jedes Pack zeigen soll. Ich werde es wahrscheinlich heute schon mal so machen, damit ihr seht, wie scheiße die Pack. Okay, okay, jetzt Julian Draxler, schade. Strohmann wird's dann am Ende. Ja, gut für SBCs auf jeden Fall. So, dann öffnen wir mal Nummer 10. Abfahrt. 22 Packs. Noch verbleiben. Wieder kein Walkout. Und auch keine Tafel. So, das war Pack Nummer 3. TT ist doppelt. So, gehen wir rein ins nächste Pack. Kommt vielleicht jetzt ein Walkout? Nein, wieder kein Walkout. Eine Tafel auch nicht. Pack Nummer 20. Mal schauen. Vielleicht bringt er das Glück. Pack 20 auch nicht. Wieder kein Walkout. Und das Gute ist, wenn wir einen Walkout ziehen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass wir einen Tots bekommen, weil es nur zwei normale Spieler dann gibt. Und das wäre Buffon und Naldo, glaube ich. Bisher sind wir noch weit weg von einem Walkout, aber zumindest eine Tafel hatten wir aus, ja, 6 Packs jetzt. Also yay, jetzt mal schön langsam hier ein Walkout, come on. Abfahrt, gib ihn mir. Nein, auch wieder nicht. Vielleicht wieder eine Tafel. Nein. Es wird wahrscheinlich jetzt ein eher kürzeres Video. Vielleicht hänge ich noch so ein garantiertes Liga-Tots-Pack ran. Aber ich glaube, da reicht es von den Coins heute nicht, weil ich einfach schon 100.000 für die Sets ausgegeben habe, die jetzt nicht gönnen, Mann. Kein Walkout und auch keine Tafel. EA. Vielleicht ist es ja auch so schlimm wie bei den Bundesliga-Sets, wo dann das letzte Pack ein Tots wird, aber wieder keine Tafel und kein Walkout. Das gibt's doch nicht. Ich glaube, ich hätte wirklich irgendwie 10 von den 81 Plus machen müssen. Und hier haben wir ein Full-Duplikat-Pack. Den Saar, den können wir verkaufen. Ist ungefähr 1,5 wert. Ich stelle ihn mal für 1,4 rauf. So, come on. 16 Packs noch übrig. Bitte jetzt mal einen Walkout. Wieder kein Walkout. Aber eine Tafel, okay. Eine Tafel nehme ich immer mit. Frankreich, ah, schade, nur Payet. So, dann haben wir bisher 10 Packs verzogen. Und ich würde sagen, wir gehen ins nächste rein. 15 Packs bleiben uns noch für einen Dreckstotz. So, 14 Packs verbleiben. Mal schauen. Jetzt endlich mal einen Drecks-Walkout. Irgendein Walkout. Irgendein Walkout. Geil, dürfen wir den Klick abstoßen? Ja, dann gehen wir rein. 13 Packs noch. Vielleicht ja im letzten dann mal ein Walkout. So, 12 Packs. Wir öffnen auch die Nummer 12 jetzt mal im Walkout. Wieder kein Walkout, ey. So, nach diesem Pack sind es dann nur noch 10. Und jetzt vielleicht mal ein Walkout. Wieder kein Walkout. Das kann es doch nicht sein. Und ich würde sagen, wir öffnen jetzt immer das letzte Pack. Come on, Nummer 10. Abfahrt. Wieder kein Walkout. Aber zumindest eine Tafel. Abfahrt. Let's go. Und wieder Klick. So, dann gehen wir. Pack Nummer 9. Nummer 9 natürlich. Wieder kein Walkout. Auch keine Tafel, ne? Ich glaube, ich habe jetzt wirklich schon jeden Drecks League A Spieler untrade. Außer einen Tots. Woo! Geil, Pack 8. Abfahrt, come on. Gib mir den Walkout. Wieder kein Walkout. Ich liebe mein Leben. FIFA ist das geilste Spiel der Welt. Wieder keine Tafel. So, Pack Nummer 7. Es gibt zwar kein CR7, aber vielleicht ein Walkout. Nein! Dani Alves. Ja, wärst du ein Tots, würde ich dich schon mitnehmen, ne? So, 6 Packs sind noch verbleibend. Mal schauen. Vielleicht ziehen wir ja was aus der Nummer 3. Nein. Also ich frage mich gerade Real Talk, für was ich jetzt hier eine Stunde gesessen bin. Also eine Walkout werde ich doch wohl jetzt hier bekommen, oder? Yay. Come on. Einen.
einen. Vielleicht muss man die Packs aggressiv öffnen. Come on! Ich will jetzt den Walkout! Nummer 3. Bringt uns jetzt den Walkout? Ja, 2 Packs sind noch da. Mal schauen, vielleicht ziehen wir ja was, wenn wir jetzt wirklich den Walkout ziehen. Come on! Abfahrt! Let's go! Kein Walkout! Geil! So, dann schicke ich noch einmal jetzt hier ein Pack ab. Aber jetzt mal ein 81 Plus Pack. Vielleicht ziehen wir ja daraus was, aber ich bezweifle es noch mehr. Wenn jetzt Walkout kommt, habe ich keinen Bock mehr auf das Spiel. Abfahrt, let's go. Push. Oh, scheiße, Mann. Jawohl. Wenn jetzt Walkout kommt, schmeiß ich alles durcheinander. Ja. Ja, auf jeden Fall, das hat sich schon mal nicht gelohnt, die 25 Packs zu machen. Jetzt habe ich 100.000 Verlust gemacht. Geil. Ich bin gerade ein bisschen getriggert, weil ich jetzt irgendwie 5-mal den Klick gezogen habe, aber